Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Fußball Manager 13 mit dem FC Liverpool, wie wir oben auch schon stehen sehen. Und das war der letzte Spieltag. Wir haben dort ja auch ein nettes Spiel gespielt. Ich sehe uns selbst gerade zwar nicht. Hä? Bin ich blind? Ach, da, 3-0. Da, wahrscheinlich war ich die ganze Zeit mit der Maus drauf, deswegen habe ich es nicht gesehen. 3-0 gegen Hull City geht in Ordnung. Notenbeste Spieler in der Liga oder im Verein, wie sehen wir es hier? Lewandowski eine 2,65. Und 2,65 bedeutet in der Liga als Durchschnittsnote Platz 6. Ochoa oder Okocha oder wie auch immer er heißt. Ochoa oder so, keine Ahnung. Ein Torwart. Okay. Publikumsliebling. Gute Noten hat der. Wie sieht es denn im Verein aus? Von den Noten her? Gar nicht so einfach, gute Noten zu machen, wa? Ja, okay. Na gut, Reserve sieht auch ganz nett aus, wa? Ja, Torschützen, da ist sogar Sinclair mit dabei. 15 Tore, gar nicht mal so schlecht. Bar ist mit dabei, Wallace, aha, okay. Auch nicht schlecht. Hier haben wir es nicht. José von uns, Torschützen, Da sind wir auf Platz 3, genau. Hier sogar ganz gute Spieler von uns dabei. 11 Tore in 12 Spielen. Ah ja. Er ist die Diva. Medienscheu, introvertiert, Publikumsliebling. Doppelt schweres Los. Alle lieben ihn, aber er mag es nicht. Okay, gut. Also, Kalender. Albion ist unser nächster Gegner. Das heißt, wir spulen da mal vor. Gucken, was uns das Training bringt. Ich schaue auch direkt gleich nochmal. Hallo. So. Koordination, Regeneration. Okay. 213.000. Yay, wir sind wieder im Plus. Wuhu. Der fällt dort aus. Oh, schade. Okay, wir gucken ganz kurz im Training. Sieht alles in Ordnung aus. Jupp. Jupp, jupp. Hier, wie sieht es deine Zweitmannschaft aus? Die waren nicht so frisch, ne? Hier, Yannis Blake kommt gar nicht mehr. Wird gar nicht mehr frisch. Was ist da los? Bilgin, ja gut, aber hier. Jesil und Yannis Blake, war der irgendwie verletzt oder sowas? Sissoko ist verletzt und Brad Jones. Temperament und eigenständig ist sehr, sehr müde. Perfekten Abseitsfalle spielen, ja. Okay. Bis 2015 hat er Vertrag noch, das ist alles gut. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist, warum er da so kaputt ist. Sehr, sehr müde. Darf also erstmal eine Zeit lang nicht spielen, ne? Aber verletzungsresistent, ja. Na gut. Lima arbeitet auch gut im Tor. Ich weiß nicht, was wir da machen können. Siegprämienaussicht gegen Albion. Ja, das ist doch. Ist doch nett. Also unsere Mannschaft, da ist jetzt überhaupt nichts los. Unsere Stürmer Suarez, er will nicht so wirklich fit werden und noch nicht frisch, aber es hat ja eigentlich nur Spielpraxis, ne? Das kann es ja eigentlich nicht sein, dass da irgendwie die Praxis fehlt oder so. So, 7,5 Kilometer gelaufen. Kann man ja ab und zu machen. Irgendwas schenken. Geh doch mit dir segeln, wozu hast du den Segelschein? Ja, ist ja gut. Ist ja gut, hole ich ja. Mache ich ja noch. So, hier wird auch nicht besser. Training, warte mal. Zweite Mannschaft. Einfach mal aus Spaß. Taktik. Erholung total. Es geht natürlich voll auf die Fitness. Habe ich nochmal ganz kurz geguckt. So. Zweite Mannschaft. Er trainiert ja nicht mit. Deswegen gibt es auch keine Regeneration, oder was? Das heißt, er ist unten gefangen. Aber eigentlich müsste er ja sich so erholen, wenn er halt nicht spielt, ne? Irgendwie merkwürdig. Ich weiß noch nicht, was da kaputt ist. So, wir spielen gegen Albion. So, hier, unsere Spieler sind gut in Form, sind nicht ganz so frisch. Trainingsziel erreicht, Trainingsziel. Sissoko ist noch
angeschlagen. Zweite Mannschaft. Keine Ahnung, was mit der Frische da ist von Giannis. Ist irgendwie merkwürdig, aber ja, was willst du da machen, ne? So. Albion, was ist denn das? West Brom, Albion, 807er Stärke. Können wir direkt ein Spiel machen? Wagen wir das? Ja, ne? Wagen wir vielleicht nochmal vorher eine Runde laufen gehen. Ob ich nochmal irgendwann fit werde, aber erst 5%. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Fit werden. So, wir machen, machen mal Textmodus hier, weil es so lustig ist. So, wir gehen keinen Zweikampf aus dem Weg. Und also hier die volle Konzentration. Wir spielen zu Hause. Haben sehr gutes, sehr gut den Raum hier für uns erkämpft. Von der Formation her. Und bin ich mal gespannt, was da passiert. Forster rempelt beim Abschlag Lewandowski noch einmal an. Der versteht die Aktion nicht richtig und tippt sich an die Stirn. Okay. Ja. Lewandowski geht zweimal straf am Boden. Ja, das kennen wir ja. Aber der Schiedsrichter lässt immer weiterspielen. Das kennen wir ja schon. Das ist ja normal. Jetzt hier eine Chance. Götze hebelt die Abwehr von West Brom Albion durch eine Lupfer aus. Aber Lewandowski steht da etwa einen Meter im Abseits. So, eine ganz dicke Chance. Götze zieht von der rechten Grundlinie in den Strafraum und passt dann flach zum Fünfer. Am Fünfer lauernden Suarez, der den Ball mühelos zum 1-0 einschiebt. Das heißt also, super, Freunde. Der trifft mutige Entscheidung. Mhm. Sehr gut. Tabelle sieht auch sehr gut aus für uns. 10 Punkte Vorsprung im Moment gegenüber Manchester City. Pogba passt auf Wijnaldum, der von der linken Seite sofort zu Lewandowski weiterleitet. Dieser überwindet den Keeper, doch er befand sich zuvor im Abseits, sodass das Tor nicht zählt. Shane Long mit einem gefährlichen Zuspiel auf, wie auch immer heißt, dem LM, der den in den Rücken gespielten Ball noch Richtung Tor bringt. Mignolet ist jedoch da und kann retten. Sehr schön, Freistoß, Hamšík. Vielleicht verwandelt er den direkt. Marek Hamšík von links diagonal in den Strafraum zu Wijnaldum, der von der rechten Fünfer-Eck am Pfosten scheitert. Daniel Egger erwischt den abprallenden Ball aus 31 Metern und netzt ein. 31 Meter, wo ist der denn weggeflogen? Alter, 31 Meter weit weggeschossen. Ey, wie ein Abpraller. Okay, meinetwegen. Dann war das ein 31 Meter Abpraller und bam, wieder rauf. Das war's mit der ersten Halbzeit. Sehr, sehr schön. Die Noten sind natürlich jetzt nicht so mega geil, wie ich sie mir eigentlich vorgestellt habe. Aber das passt schon. Drehen wir nochmal das Ding. Drehen wir richtig auf. So, hier. Naja, ja. Motivieren ist immer gut. Lob, Motivation, Motivation. So, die anderen hier, die werden auch alle noch besser. Wird noch ein bisschen was an der Frische getan. Alle Spieler aufwärmen lassen. West Brom hier mit einer Aktion. Fasst sich ein Herz, hält von halb links drauf. Ecke. Mignolet hatte gut aufgepasst. So, Aykrem macht da die Ecke. Der Ball kommt einen Tick zu hoch für den ZM. Und der kann ihn beim Kopfball nicht mehr entscheiden. Drücken, das Leder geht knapp über das Tor. Ja, hier ist alles gut. Nächste dicke Chance. West Brom spielt weiter pomadig. Der Liverpool FC kann sich im und um den Strafraum in Ruhe den Ball zuschieben. Lewandowski bestraft das schließlich nach gutem Pass von Hamšík und überwindet damit den Torhüter aus kurzer Distanz zum 3-0. Ja, es ist hier nur noch ein besseres Training, deswegen ist ja auch hier, zack, Kontrolle übernehmen. Hamšík mit einer Ecke. So, die Noten sehen auch hier mal wieder jetzt ganz gut aus. Das ist doch schön. Okay, das hätte schief gehen können. Wahrscheinlich hätte er sich gegen den Kopf geschossen. Und an die Latte, ja, ja, das kennen wir. Luke. Mhm, also gibt es hier nochmal die Ecke. Hamšík. Hamšík schlägt den Ball hoch auf den 5-Meter-Punkt, gerade so, dass der Torwart nicht weiß, ob er rauskommen soll. Lewandowski kommt zum Ball, verfehlt das Tor um wenige Zentimeter. So. You're supposed to be at home. So, 60. Spielminute.
Da können wir mal wen rein und rauslassen. Wir können mal Eremenko spielen lassen. Denke ich mal, der wird sich sicherlich freuen, wenn er mal wieder ein paar Minuten zu spielen hat, nämlich 30 Minuten. Dann Wisdom. Vielleicht für Egger, damit, obwohl es Sarko nicht gut gespielt hat, sollte man das eher bestrafen, aber vielleicht verbessert er sich jetzt hier noch. Egger hat eine gute Note, lassen wir ihn mal die Note behalten, das ist immer ganz nett. Und dann zuletzt noch Sturridge oder Coutinho. Da muss ich gerade mal überlegen. Was machen wir denn jetzt hier? José Enrique. Gerard. Ach komm, lass mir mal Sturridge rein. Und dann ziehen wir es auf RA. So. Ja. Das ist doch mal nett. Das reißt es hier ganz ein bisschen auf. Alter, so, Freunde. So, da kommen sie jetzt alle rein, alle drei. Geht's jetzt weiter? Ja, da geht's weiter. So, die wechseln auch. Tralala, die Zeit läuft. Die Statistik ist doch wunderschön. Wir hatten jetzt hier drei Großchancen und eine gute Chance und fünf kleine Chancen. Vermutlich steht nachher vier Chancen oder sowas dann da. Bin ich mal gespannt. Wir haben seit 300 Minuten kein Tor mehr kassiert. Ecke von links zu Aris. Ein tückischer Ball auf den langen Pfosten, doch der IV beweist perfektes Timing, klärt sehr gut mit Kopf. Ja, Anelka für Anni Hebe, wie auch immer er heißt. Ich kenne ihn nicht, Viktor. So, wir spielen eigentlich die Zeit jetzt nur herunter, haben hier so ein paar Chancen. Dann will ich gleich mal gucken. Wir hatten 3-1-6. 3-1-7. Ja, das heißt also eigentlich 4 im ordentlichen Bereich und die hier 10 wahrscheinlich nicht. Da bin ich gleich mal gespannt, was da in der Statistik so steht. Ben Foster bleibt einfach auf der Linie stehen, schaut den Ball mit großen Augen hinterher und erntet dafür vorwurfsvolle Blicke seiner Kollegen. Wüste macht das erste Tor. Super, Nachspielzeit, 1 Minute. Ja, 4 Chancen, 4 Tore, wenn ich das so interpretieren darf. Tabelle haben wir auch schon gesehen. Sehr schön. So, da bin ich mal gespannt hier. Sehr schön, Wisdom in 1,0 wird eingewechselt, macht das Kopfballding rein. Ich glaube, da freut er sich richtig. Sehr viele Vorlagen hier auch bei uns. Ah, Sarko nur mit einer 4,5. Na gut. So, Schüsse aufs Tor 4. Schüsse vorbei 2. Okay, Schüsse insgesamt 6. Ja, ich habe keine Ahnung, wie sich die Dinger zusammensetzen, was davon als Schuss so zählt. Wir hatten 4 Großchancen. War das nicht so? Ne, 3 Großchancen. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir da insgesamt eine 4 und dann 7 von den kleinen und von den allerkleinsten Chancen. Und das kommt hier einfach nicht so direkt da. Irgendwie, ne? Ach, egal. Da steht, das werden die wohl intern irgendwie ausrechnen. Na gut. Ergebnisse, wie sieht es denn hier aus? Wir haben 4-0 gewonnen, das wissen wir. Tottenham und Arsenal aber in sich hoch, Sunderland auch, Everton fällt. Manchester City, Manchester United haben sich 0-1 getrennt, also United hat da Punkte gut gemacht und kommt dadurch 3 Punkte näher ran an City. Also ein Punkt Unterschied. Okay, sieht alles ganz nett aus. Arsenal gewinnt gegen Hull City. Everton verliert 1-5 gegen Sunderland. Everton gegen Sunderland. Auch wieder jetzt, also jetzt inzwischen sind sie dann wieder direkte Verfolger. Ist natürlich ärgerlich, wenn man hier vom 7. auf den 5. fällt. Und die kommen da langsam immer näher von. Ne, andersrum, ne? Von 5, ja genau, 5. auf den 7. und die von 9 auf den 8. hoch. Krass, krass, krass. Chelsea gewinnt hier 1-0. Ganz, ganz knapp und locker wahrscheinlich. Die stimmen. 3 Punkte werden auch auswärts verteilt, das ist richtig. Frisch geschnittener Rasen, als Kind war das immer das Größte. Er bedeutet Freiheit, Glück. Wenn ich heute auf dem Rasen liege, fühle ich dasselbe. Daniel Egger. Ja, so ist das, ne? Und Alaba ist dabei. Götze Henderson für Tottenham ist er dabei. Ah ja, 23. Der wird sich auch noch wahrscheinlich da richtig krass entwickeln. Aber hat halt nur 7 Talentsterne. Dafür haben wir halt den Götze. Der wird sich auch bei uns gut entwickeln mit 21. Ah ja. Wisdom auch mit dabei.
Nice, sehr, sehr schön. Teamleistung sind wir auch sehr gut dabei. Durchschnittsnote 2,82, das kann sich sehen lassen. Lewandowski heute ein Tor. Ja, Vorlagen hatte 9, heute aber keine. 25 Tore, 34 Punkte, das ist doch schon mal richtig schön. So, das sind die besten Spieler, ne? Ja. Fair Play, da sind wir sogar gar nicht mal schlecht dabei auf Platz 4. Mit 22 gelben Karten. Okay, Liverpool war das erfolgreichste Team in diesem Winter. So, Liverpool macht Lewandowski den Meister. Naja, also ich weiß nicht, ob es nur an Lewandowski liegt, aber doch, wir haben da schon große Dinge durch ihn, ne, zu verdanken. Tottenham Hotspur, Dembélé behält die Nerven-Doppelpack zum Sieg. So, der Sponsor bezahlt die Siegprämie. 11 des Tages, da können wir direkt mal sagen, super letztes Spiel oder irgendwie was Glückwunsch. Ist bei mir keine, genau, hast bei mir keine Dings. So, hier ist sensationell, super letztes Spiel. Gibt es nicht irgendwie sowas Glückwunsch zum ersten Tor oder sowas? Nö, scheinbar nicht. Dann kriegt er das hier. Das fühlt sich nicht so gut an, das ist mein großer Durchbruch, ich drehe völlig durch. Ja, ist richtig. Mario Götze, gut trainiert. Das in dieser Saison verbessert. Ja, auch das. Mehr Verantwortung übernehmen. Versuchen wir es mal. Wahrscheinlich will das gar nicht. Bin dazu einfach nicht der Typ. Naja. 6 von 10, ne? So, sehr schön. Klausel für Auflaufprämie 500.000. Sehr, sehr gut. Dann war's das für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Lasst gerne den Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag mal im 3D-Match gegen ZSKA Moskau. Macht's gut. Tschüss. Das war's auch erstmal mit dem Fußballmanager 13 und FC Liverpool. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen.